Hallo liebe Leute und herzlich willkommen hier auf dem Cointrend. Ich bin euer Daniel und ich möchte heute ein bisschen mit euch über den Channel reden. Das heißt, wir gucken uns jetzt mal gar keine Charts an, sondern ich will euch einfach ein bisschen mit dazu nehmen und euch ja vermitteln, wie wir denn mit dem Channel jetzt weiter vorgehen wollen, was sich vielleicht ein bisschen ändern wird und wie die ganzen Sachen sind, weil, und man sieht es hier auch im Chart, wir haben, ich sag gerade noch keine Charts, aber einen haben wir doch, am 19.06.2017 sind wir hier gestartet mit dem Kanal, das heißt, wir sind fast ein Jahr alt, was den Kanal angeht. Ja, es war ein unglaubliches Jahr, wir sind so groß geworden, wie wir uns das nie ja, erträumt hätten, muss man schon so sagen. Und ich glaube, vielleicht erkennt man auch am Chart, wo das meiste los war mit Bitcoin und vielleicht auch der Altcoin-Phase hier. Aber wir wollen nicht über das uns heute nicht das angucken, das, was vergangen ist, was passiert ist in den letzten Jahren, sondern ich möchte euch ein bisschen erzählen, was wir denn sozusagen in unserem nächsten Jahr machen wollen, weil ihr seid schließlich die Grundlage, dass das Ganze hier überhaupt funktioniert und ja, so gut läuft. Und deswegen möchte ich mit euch natürlich auch teilen, wie es denn hier weitergehen soll. Und natürlich, ihr dürft auch jederzeit schreiben, wenn ihr denn vielleicht noch bestimmte Sachen sehen wollt auf dem Kanal, an die ich so vielleicht noch gar nicht gedacht habe. Und da ist eure Meinung natürlich immer gern gesehen. Ihr dürft immer gerne Vorschläge machen, wie wir denn Dinge handhaben können oder was wir denn unbedingt noch zeigen sollen, was es vielleicht noch nicht auf dem Kanal gibt. Ich habe mir eine kleine Liste gemacht, damit ich nicht allzu viel vergesse. Das erste, was ich, worauf ich eingehen möchte, ist meine Internetverbindung, und die, die jetzt schon länger dabei sind, kennen das Problem seit, ich glaube, seit Ende Januar, Anfang Februar müsste das gewesen sein. Habe ich keine vernünftige Standard-Internetleitung mehr, sondern muss halt mit LTE-Datenvolumen das Ganze machen. Und da ist halt einfach, klar, die Menge an Datenvolumen ist halt einfach nicht genug. Und das ist ein bisschen problematisch. Da wäre natürlich, ja, gibt es leider für mich fast keine Möglichkeiten. Umzug war, stand eine lange Zeit im Raum. Jetzt habe ich aber einen Anbieter gefunden, der mir gesagt hat, ich gebe es euch jetzt so wieder, wie ich das im Gespräch hatte. Glasfaser liegt in der Straße bis vor die Tür. In unserem Haus ist es noch nicht angeschlossen. Dazu braucht es eine Genehmigung vom Verwalter oder vom Besitzer. Die habe ich schon bekommen. Jetzt geht es nur noch darum, dass sie mir ein Angebot machen, wie viel das Ganze kosten soll. Weil die privaten Leitungen haben nicht so viel Upload-Speed, aber der ist natürlich für mich besonders wichtig, wenn es dann um die Videos geht. Da müssen sie mir jetzt ein Geschäftsangebot machen und da warte ich noch drauf seit 2 Tagen. Ich hoffe, es kommt bald. Dann sollte, ich weiß nicht, wie lange dann der Anschluss dauert, das kann ich natürlich wieder nicht beeinflussen. Aber vielleicht ist es dann so, dass wir in ein paar Wochen wieder vernünftiges Internet haben. Und das bedeutet natürlich zum einen, dass ich viel mehr machen kann, was Videos angeht, hochladen und so weiter. Aber natürlich auch für die, die länger dabei sind, kennst du noch unsere Livestreams, die wir immer gemacht haben, werden dann wieder zurückkommen. Wir werden wieder uns zusammensetzen und im Livestream ein bestimmtes Thema aufgreifen und zusammen ja, uns das angucken, daraus lernen. Und da könnt ihr natürlich eure Fragen stellen und einfach mal wirklich ein bisschen ja, noch näher dran sein, als das vielleicht normal bei den Videos ist, die hier dann hochgeladen werden. Ein wichtiger Teil, das hat sich jetzt wirklich so in den letzten 2 Wochen überhaupt erst rausgestellt, ist die Airdrop-Sache. Auch natürlich wegen unserer 0 zu 10.000 Euro Challenge, auf die ich, ja, ich fand das Projekt einfach für mich interessant und die Reaktion hat mir gezeigt, dass es für euch noch viel, viel interessanter ist, als wir das angenommen haben. Und deswegen wird es dann natürlich auch einen guten Teil einnehmen vom Kanal. Wir werden, ich habe so überlegt, so Airdrops der Woche, wo ich dann einfach die Airdrops, die ganz interessant waren, mache und dass ihr das dann im Video seht. Je nachdem, wie lang diese Videos werden, das kann ich noch nicht einschätzen, aber wenn das halt länger wird, kann ich mir auch vorstellen, dass ich die vielleicht hochlade, ohne dass es eine Benachrichtigung gibt für die normalen YouTube-Leute, dann sage ich das halt mit dazu, beziehungsweise gibt es die natürlich im Telegram-Channel, werden die gepostet, das heißt, da findet man sie dann auch oder auf der Webseite oder was weiß ich, wo ihr dem Ganzen folgen wollt.
Das muss ich mir noch so ein bisschen, also das muss ich mir angucken, wie einfach die Länge ist, weil ich will nicht sagen zumüllen, aber das ist ja schon spezifisch, wenn man daran nicht teilnimmt, dann sind natürlich jetzt auch die Airdrops, wie ich die dann durchführe, nicht ganz so spannend. Deswegen vielleicht ein bisschen abgegrenzt dazu. Aber was ich dazu sagen muss mit den Airdrops, was ich vorher überhaupt gar nicht gesehen habe, aber mich noch umso mehr freut, ist, dass wir zum einen natürlich Leute an Kryptowährungen ranführen können, die vorher noch gar nichts damit zu tun haben, wo einfach der Einstieg auch nicht möglich ist, sage ich mal, aus Kapitalgründen. Und hier auch, oder auch Leute haben, die gerade am Anfang sind und wir bestimmte Sachen lernen in dieser Challenge, wie zum Beispiel man ein Wallet nutzt und so weiter, oder auch wie ein Wallet überhaupt funktioniert. Das wird im nächsten Video kommen, weil nämlich gemerkt habe, dass einige Leute, und das ist überhaupt gar nicht schlimm, das ist völlig normal, aber die wissen halt nicht, wie ein Wallet im Hintergrund funktioniert. Da ist dann halt eine falsche Annahme, wenn man die Coins irgendwo hinschickt, ob die dann weg sind oder nicht. Das erkläre ich dann natürlich noch in den Videos, aber das freut mich einfach so sehr, weil wir dann konkret das als wichtigen Teil der Challenge haben, aber ich genauso euch also diese Sachen erklären kann, wie man die benutzt, und so kommt man halt wirklich in diese Sache rein und hat mehr das Verständnis dazu und lernt dann auch, warum das Ganze denn so viel interessanter, so viel wichtiger und so viel besser auch als die normalen Währungen sind, die wir im Alltag benutzen. Das hat mich sehr positiv überrascht und das wird natürlich auch einen großen Einfluss dann innerhalb der Challenge haben. Wird es dann halt, ja, ich denke mal, ein Video zu den Airdrops der Woche geben und dann möglicherweise noch ein zweites Video über ein bisschen allgemeinere Sachen. Das sehen wir dann, das muss sich über die nächsten Wochen so ein bisschen entwickeln, damit wir uns so ein bisschen einspielen, sage ich mal. Dann die Analysen, die ja eigentlich so der Hauptteil waren des ersten Jahres, sage ich mal, wo wir fast jeden Tag eine Analyse hatten zu den Kursen, wird das täglich sein, wenn das Internet wieder da ist. Ist eine ganz neue Situation wieder, dann kann ich auch vernünftig uploaden. Ob es denn täglich wird, das kann ich so jetzt noch nicht sagen. Es wird auf jeden Fall wieder mehr, als es im Moment ist. Täglich, also wir haben ja 6-mal die Woche eigentlich einen Cointrend, wo wir uns die Kurse angucken, wird auf jeden Fall wieder regelmäßiger kommen, als das zumindest aktuell der Fall ist. Täglich kann ich euch so nicht versprechen, einfach weil auf den ganzen Sachen beruht, die ich halt über den Tag mache. Da ist dann irgendwann auch der Punkt gekommen, wo ich dann sage, oh Gott, ich will einfach nur noch Kopf ausschalten, mich hinlegen oder so, und deswegen, ja, kommt vielleicht nicht, zumindest im Moment nicht täglich irgendwas dazu. Dann, was wir auf jeden Fall mehr machen, oder was ich persönlich mehr machen möchte in der nächsten Zeit, sind euch Krypto-Projekte vorstellen, weil das ist immer so ein bisschen, ja, Krypto-Dezentralisierung, man kann so viel machen. Ich möchte euch natürlich ein bisschen mehr vorstellen, was man denn wirklich damit machen kann. Also, wir nehmen Bekannte, ich habe das ja schon mal mit Litecoin gemacht, da gibt es ein sehr schönes altes Video dazu, was Litecoin ist, wie es funktioniert und so weiter. Das möchte ich auch zu anderen großen Projekten machen, Neo, Ethereum und so weiter, dass sie einfach mal in einem Video haben, das ist das Projekt, so funktioniert es, das ist die Idee dahinter, was soll das Ganze werden, damit man, klar, wenn man das einfach nicht weiß, das ist ja nicht schlimm, kann man sich hier dann zusätzliche Informationen ergründen, und da finde ich einfach eine ganz spannende Sache, halt diese verschiedenen Projekte einfach mal sich anzugucken. Was ist halt realistisch für die Zukunft und so, und was wird alles noch kommen. Deswegen finde ich das immer ganz spannend. Dann gibt es natürlich auch noch Diamantenprojekte. Das ist immer so eigentlich eins meiner liebsten Sachen, so wirklich Projekte zu finden, die noch eine sehr, sehr geringe Marktkapitalisierung haben im Bereich unter 10 Millionen oder unter 50 Millionen, wo man halt schon sieht, dass das Projekt halt ein Riesenpotenzial hat, wirklich gutes Team dahinter und dementsprechend auch viel Weg nach oben hat. Das finde ich immer am interessantesten, weil in die Coins kann man reingehen und dann kann man halt sagen, okay, ich lasse es jetzt einfach liegen, und wenn es dann irgendwann in die Höhe schießt, dann kann ich verkaufen und den Gewinn mitnehmen. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich mir wie beim Traden halt jeden Tag da irgendwie den Kurs angucken muss oder mal darauf achten muss. Es gibt für mich so viele Coins, die ich einfach als lange Investitionen liegen habe, muss man recht so sagen, wo auch zwischendurch oder auch aktuell so 75% im Minus ist, was mich aber halt nicht stört, weil ich halt weiß, dass sie langfristig ein sehr, sehr hohes Potenzial haben. Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich welche finden, die zu dem Zeitpunkt auch schon niedrig sind und dann natürlich für die nächste Zeit viel mehr Potenzial haben. Dann ähnlich ICOs,
ICO-Projekte sind auch immer ganz interessant, was sie machen wollen und so weiter. Da möchte ich einfach ein bisschen Reviews zu machen. Das heißt, ich will mir die Projekte angucken, werde dann mit einer Sternbewertung bestimmte Punkte des Projektes bewerten, dass euch das angucken könnt, halt wie das Team ist und wie die Tokens verteilt sind und so weiter. Und dann könnt ihr einfach, weil ich das halt merke, dass viele Leute halt immer nach solchen Projekten suchen und aber nie einen richtigen Anhaltspunkt haben, da werden wir uns halt diese Projekte angucken. Ich werde die halt nach meiner, also so wie ich es empfinde, halt bewerten und werde dann heute euch sagen, was ich halt von dem Projekt halte. Und dann könnt ihr euch halt noch eine zusätzliche Meinung holen von mir und halt noch von anderen Leuten, wenn ihr da irgendein interessantes Projekt findet oder so. Ist halt ähnlich zu denen, die interessant sind, also die bekannten Projekte erklärt. So wird es halt letztlich auch bei den ICOs sein, nur dass da halt noch dann der Aspekt mit dahinter steckt, mit macht es halt Sinn zu investieren oder nicht. Das werden wir uns dann nach und nach angucken. Da werden wir auch das so ähnlich auf der Webseite haben wie bei den Airdrops, dass man dann sich die verschiedenen ICOs angucken kann, mit der Bewertung halt drauf und dann sich so ein bisschen langhangeln kann, weil ich halt gemerkt habe in dieser Zeit jetzt in dem Jahr, dass es für viele Leute so ist, dass ein Projekt nur wirklich dann interessant ist, wenn es irgendwie die Interessen kreuzt. Das heißt, wenn ihr Jura interessiert seid, irgendwie juristisch viel macht und dann halt sowas wie DLT habt oder so, also wo halt wirklich ein juristischer Hintergrund auch ist, dann kommt halt dieses Interesse auf einmal auf, wo man vorher gesagt hat, alles andere ist, ja toll, sind halt Projekte. Aber da kommt dann halt wirklich diese Spannung, diese Verbundenheit auf und das ist einfach, wo ich ja viele Projekte einfach vorstellen möchte, um für jeden, um zu zeigen, dass für jeden, in jedem Bereich kann man halt auch was erreichen mit Blockchain und was verändern. Zu dem Wiki, das haben wir ja jetzt schon, ist auch schon wieder ein Stück her, habe ich das mal angefangen, so als für mich als kleinen Pilot mal reingestellt, um zu gucken, wie halt die Reaktion drauf ist, war halt sehr positiv. Dementsprechend wird Wiki natürlich auch etwas sein, was man weiter ausbauen. Begriffe, für mich ist es ein 60-Sekunden-Wiki. Das heißt, ich möchte euch in den Wiki-Videos innerhalb von 60 Sekunden vermitteln, was der Begriff bedeutet, damit ihr halt daraus was ziehen könnt und dann schon mit dem Begriff etwas anfangen könnt. Auf der Webseite gibt es dann natürlich immer meistens noch eine längere Erklärung, wie das Ganze funktioniert. Aber ich finde halt einfach diesen 60-Sekunden-Aspekt so interessant. Es gibt einen Begriff, hat man noch nicht gehört, klickt drauf, guckt sich das kurz an und man weiß Bescheid. Finde ich ein ganz interessantes Konzept und deswegen möchte ich das auch ein bisschen weiter ausbauen. Aber das steht zumindest im Rang etwas weiter unten, weil ihr seht ja, wir haben schon da oben einige Sachen, die gemacht werden müssen. Dann zu Scams möchte ich so ein bisschen, ich weiß noch nicht genau, wie ich es sagen soll, aber so ein bisschen euch was an die Hand geben, damit ihr halt Projekte erkennen könnt, die direkt Scams sind, aber auch Projekte erkennen könnt, die vielleicht, ja, wie, ich weiß nicht genau, wie ich es sagen soll, aber halt nicht so gut sind, einfach die viel versprechen, aber nichts halten. Schlechte Projekte dann in dem Sinne. Verge, XVG fällt mir da als erstes ein. XRP, klar, Ripple wird nirgendwo genutzt. Hat auch mit der Firma an sich nichts zu tun. Das Ripple-Net, was die entwickeln, wird gut angenommen, wird gut genutzt, aber der Token an sich wird halt gar nicht benutzt und es wird immer mehr auf den Markt geschwemmt, was natürlich eine recht negative Sache ist. EOS, was viel zu viel Geld einnimmt für Sachen, die andere mit viel, viel weniger geschafft haben und dann nur nicht so tollen Code hinstellt. Ja, das sind nur ein kleiner Auszug von dem Ganzen. Da gibt es dann immer noch so ein paar andere, wo ich ein bisschen, nicht so viel von halte, aber das wollen wir uns dann natürlich auch anschauen, einfach um auch mal die andere Seite zu sehen und halt, wie man sich halt auch davor schützen kann. Dann Trading lernen hat auch in dem Sinne etwas abgenommen, weil wir das ja viel mit den Livestreams gemacht haben. Mit den Livestreams werden wir das auch wieder aufnehmen, was das Trading-Lernen an sich angeht. Die Lernvideos sollen da ein bisschen kommen. Ich hoffe, dass ich ein bisschen ein Konzept umsetzen kann, Übungen zu erschaffen, dass man halt auch irgendwo auf ein Video kommen kann oder auf eine Seite, Website kommen kann, wo man halt sieht, hier probiere das und das aus und dann kriegst du das Ergebnis ausgespielt, also dass man so Übungen machen kann. Da
sind wir noch ein bisschen am Brainstormen. Auch eine Sache, die etwas länger dauern wird, aber was ich ganz interessant finde. Und da ist dann halt auch, und das geht jetzt schon so ein bisschen in die Kommentare über, weil ich da einen Kommentar heute hatte, ist halt so eine Sache, wenn andere in ihren Videos erzählen, dass halt bestimmte Sachen nicht funktionieren und so weiter, und ich mir dann gleich wieder in meinen Kommentaren durchlesen muss, hier, der hat gesagt, das funktioniert alles gar nicht, da könnt ihr mal sehen, was Daniel euch für einen Scheiß erzählt. Also von mir aus kann jeder erzählen, dass Divergenzen nicht funktionieren und ja, sonst was wie, solange ich damit 1000 Euro in 2 Tagen jetzt mache, ist mir das auch egal. Ich zeige euch, wie es funktioniert, ich zeige euch, wie ihr es nutzen könnt. Ja, ich habe euch bei Ethereum vorher gesagt, dass es runtergehen wird anhand der Divergenz. Den tiefsten Punkt bei Bitcoin haben wir aufgefunden über die Divergenz und genauso, wie es dann wieder runterging. Kann man natürlich sagen, dass es nicht funktioniert, oder man nutzt es einfach und ja, profitiert davon. Das muss dann jeder für sich selbst entscheiden. Aber eine Sache, die ich da halt auch für die Kommentare aufgreifen will, ja, wir sind ja jetzt in den letzten 1-2 Monaten, sage ich mal, habe ich etwas die Herangehensweise an die Kommentare geändert. Ich war immer jemand, der, ich bin immer noch jemand, der sehr für Meinungsfreiheit ist und kann jeder immer was Kritisches auch schreiben, auch zum Kanal und so weiter, aber die Leute sind halt einfach nicht bereit für Diskussionen. Das heißt, wenn Kritik kommt, in einem Kommentar und ich dann halt darauf eingehe und sage, aus dem und dem Grund sehe ich das nicht so oder aus dem und dem Grund sehe ich das anders oder hier gebe ich dir recht oder bei dem Punkt hast du aber das und das nicht betrachtet, dann kommt direkt zurück, dass ich unprofessionell bin und dass ich mich immer so angegriffen fühle und so weiter. Also da will halt, da ist halt keine Grundlage für Diskussion. Da wird halt was geschrieben, was dann manchmal auch gar nicht so stimmt, und dann erkläre ich halt, warum das halt nicht so ist. Daraufhin wird dann immer gleich gesagt, ja, du fühlst dich immer gleich so angegriffen und so weiter. Habe ich halt gemerkt, macht keinen Sinn. Dementsprechend für Kommentare, die direkt angreifend sind, direkt immer, habe ich beschlossen, dass es keinen Sinn macht, halt da zu diskutieren. Und die werden dann halt rausgeschmissen. Und für mich, ich muss sagen, ich persönlich lebe damit viel besser, weil ihr kennt ja die ganzen Kommentare vielleicht nicht, die dann gelöscht werden, die ich mir halt durchlesen muss, was ja für mich halt auch in dem Sinne eine Belastung ist, ist ganz einfach so, und ich fahre deutlich besser mit der Variante, so wie es jetzt ist. Wir haben immer noch tolle Kommentare, jeden Kommentar, der eine vernünftige Kritik hat, sehe ich auch überhaupt gar kein Problem drin, weiterhin auch nicht, aber halt, wo es halt ein direkter Angriff auf mich ist und wo halt nur Quatsch erzählt wird, das wird rausgeschmissen und dann ist die Sache für mich durch, spart mir eine Menge Zeit und Nerven. Ja, das wird soweit gewesen sein von dem Ausblick auf die nächste Zeit. Ich freue mich erstmal über das tolle Jahr, was wir hinter uns haben. Muss da wirklich einen riesen Dank an jeden von euch aussprechen. Und ich glaube, es wird einfach noch viel, viel besser werden. Insbesondere, wenn ich wieder richtiges Internet habe. Und auf die tolle Zeit mit euch freue ich mich einfach. Wenn der Markt dann sein langsam dem richtigen Wert entgegengeht. Und ja, ich möchte mich einfach bei euch bedanken. Und wir sehen uns dann in den nächsten Videos wieder. Also macht's gut, bis dahin.